Wir werden das Geld für die nächste Folge auf jeden Fall brauchen. Und genau so ist es. Wir geben heute alles aus. Das Experiment geht bereits ein halbes Jahr. Ich habe versucht, mit Pokémon-Karten Geld zu verdienen. Wie ihr wisst, sammle ich unzählige Pokémon-Karten, unter anderem Goldstars und vor allem Nachtara-Karten. Leider sind die Sets meistens sehr teuer und schwer zu bekommen, weshalb ich Cashback genutzt habe, um meinem Ziel näher zu kommen. Deswegen öffne ich heute ein krasses 300€ Retro-Booster und das teuerste Schwert- und Schild-Set. Doch bevor wir das machen, haben wir eigentlich genug Geld dafür? Nach der letzten Folge dachte ich, dass wir einen großen Rückschritt gemacht haben, da wir keine krassen Pulls hatten. Aber weil es neue Produkte waren, konnte ich diese für gute Preise verkaufen und 125€ Gewinn machen. Was gar nicht so bad ist dafür, dass wir gefühlt nur Melmetal und Lethargen gezogen haben. Ich liebe diesen Schrei. Damit schießt unser Kontostand auf 633€ hoch. Und mit diesem Geld möchte ich mich nun belohnen und dieses Season Cashback zu einem Ende führen. Das ist natürlich nicht die schlauste Investition, aber mir geht es auch nicht darum, unbedingt Profit zu machen, sondern meine Leidenschaft mit euch hier zu teilen. Doch nun stellt sich die Frage, werde ich nach diesem Video heulen oder lachen? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Cashback-Finale, wir starten mit Eevee Heroes. Saftiges Set. Bekommt ein Reprint. Das heißt, es wird noch günstiger werden. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Ich muss es einfach öffnen. Wir haben hier wieder die Packs, denn es ist ein Set. Ein Herzensset, muss ich sagen. Mein Modern Herzensset. Und wir haben davon einiges im Stream geöffnet und hatten nicht so Glück. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir das heute umsetzen können und was Stärkeres oder eher gesagt was Besseres ziehen können. Und gleichzeitig haben wir heute noch was richtig Krasses, wie ihr mitbekommen habt. Ein Vintage Pack. Einfach um das Ganze hier heute zu beenden. Aber im positiven Sinne, wir haben nochmal ein Kotomi hier, was auch eine nice Holokarte ist mit der Farbigelspur. Denn ich möchte Cashback so ein bisschen Revue passieren lassen. Wir haben jetzt die dritte Staffel durch und ich bin der Meinung, es ist die richtige Zeit, diese Staffel zu beenden. Denn ich habe das, was ich eigentlich mit Cashback erreichen wollte, geschafft. Ich konnte mir das kaufen, was ich auch wirklich öffnen wollte. Und das ist nicht nur ein super tolles Retro-Pack, sondern gleichzeitig halt auch ein Set, was ich selber gerne vervollständigen möchte. Natürlich hätte ich auch eine Karte holen können, die ich mir halt irgendwie hole oder ähnliches. Aber das ist eher für was anderes bestimmt, mit einem festen Ziel oder ähnliches. Heute wollte ich euch ganz gerne zeigen, was man halt auch, ja, aus der ganzen Leistung, der ganzen Kraft, der ganzen Zeit rausholen kann. Und das mit zwei sehr interessanten Sachen. Marshadow haben wir hier, der pustet die Kerzen aus. Genauso wie heute mit Cashback. Aber die Kerzen gehen wieder an. Denn Cashback kommt natürlich zurück, da keine Panik. Aber wie gesagt, dann vielleicht noch etwas besser und strukturierter, weil das ist die erste Cashback-Staffel, wo ich tatsächlich Karten verkaufen musste und halt auch die ganze Zeit. Let's go, Alter! Nach Tara haben wir am Start in der Wii-Version. Das ist schon mal ein sehr guter Start. Ich sag's euch, den Jungen, den brauchen wir. Es war für mich eine komplett neue Erfahrung. Ich verkaufe normalerweise keine bis kaum Karten und das war das erste Mal, dass ich halt jede Karte verkaufen musste. Es war eine interessante Erfahrung zu sehen, wie viel Geld man damit machen kann im Endeffekt, wenn man es smart macht. Aber man muss auch immer auf der Hut sein, wenn man Produkte bekommt, die gerade zu Release rausgekommen sind, immer sofort wieder verkaufen, damit man das maximal rausholt. Und ich bin ehrlich mit euch, es ist nicht so mein Style. Ich bin eher ein Sammler als ein Verkäufer oder ähnliches. Olanga haben wir hier nochmal, der sich ein bisschen aufplustert hier mit dem Pelzebub. Aber als Format oder halt auch als YouTube-Projekt war das Ganze sehr cool. Und ich glaube, ich hoffe mal, ich konnte euch zeigen, was man mit dem TCG machen kann, wenn man es smart macht, weil ich habe ohne meinen YouTube-Kanal, ohne sonst was, die Sachen verkauft bekommen und alles, was dazugehört, was mir halt zeigt so, ey yo, man kann sich halt immer wieder das TCG refinanzieren. Aber das Ding ist halt auch, wie ihr gemerkt habt, mein Struggle. Ich wollte halt oft halt Karten behalten halt, ne? Auch wenn ich es jetzt für das Experiment nicht gemacht habe. Blitzer, abgesehen natürlich von dem Ende jetzt hier, was ich mir jetzt gönnen darf. Blitzer V, wir haben zwei gute Evoli-Kamps hier und der goldene Shaker, den ist ja, hoffe ich, nee, bitte nicht, bitte nicht. Und das ist das Ding, weshalb es meiner Ansicht nach auch nicht funktioniert. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten krank viel Glück. Also die erste Folge allein schon. Zweimal Holo Glurak hatten wir dort, glaube ich. Also das war gestört, wirklich gestört. Dann haben wir, glaube ich, noch ein Rainbow Glurak gezogen. Also wir hatten sehr, sehr viel Glück. Wir hatten Gold-Karten, wir hatten Double Secret Rare in japanischen Sets. Also der Pack-Gott war schon auf unserer Seite, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass die Staffel vielleicht ein
weniger krass ausgefallen wäre, wenn wir nicht so viel Glück hatten. Aber let's be real, selbst in der letzten Folge, wo wir halt nichts Heftiges hatten, to be honest, haben wir trotzdessen, ich glaube, aus den 150 Euro 125 wieder ungefähr reingeholt, was sehr, sehr stabil war. Aber im Endeffekt ist es so, dass man schon krass viel Glück haben muss. Und ist so ein bisschen das Ganze verfehlt, sage ich mal. Sylveon, hey! Alter, nach Tara, Blitzer und Sylveon haben wir jetzt gezogen. Nice one. Nice, 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 nice one. Sind leider auch alle nichts mehr wert. In diesem Set sind leider nur die Alt Arts was wert. Oder halt die Full Arts oder ähnliches. Und auf die haben wir es auch abgesehen natürlich. Ne? Das nach Tara. Ich versuche es immer noch zu ziehen. Seit Monaten, Jahren kann man ja nicht sagen. Elektroball haben wir hier. Und Dalukat. Aber eine Sache, die ich halt auch durch das Experiment gemerkt habe. Grading. Wir haben die Karten zum Grading geschickt. Wir haben insgesamt, glaube ich, 3 oder 4 Karten gegradet. Und haben halt auch nur bei 2 Karten wirklich damit irgendwie einen Profit machen können oder ähnliches. Sagt halt auch nicht immer, dass es gut oder smart ist, das zu machen. Oh, das sah geil aus. Ich dachte, das hier wäre so ein Stern für Flamara, ey. Wie mal ein Goldstar Flamara, ey. Aber hey, das normale Flamara ist hier am Start. Und damit haben wir schon 4 Evoli-Entwicklungen hier am Stissel. Aber gut, vielleicht kommt noch eine dazu. Ich hoffe, alles aber auf keine Itemkarte, das wäre sehr, sehr räudig. Und natürlich könnt ihr auch die restlichen Karten, die wir in Cashback gezogen haben, gewinnen. Ich habe es euch gesagt. Unter anderem könnt ihr dieses Heatran hier gewinnen. Falls ihr mitmachen wollt, schreibt Cashback in die Kommentare und ihr seid dabei. Heatran könnt ihr gewinnen und unter anderem werden auch die ganzen anderen Karten zu gewinnen sein. Aus Folge 1, Knarkrag ist zu gewinnen. Oder das dunkle Garados. Oder halt jetzt auch aus der letzten Folge. So ein Mac Full Art. Das sind alles Karten, die halt nicht verkauft worden sind. Und ich habe in der ersten Folge gesagt, jede Karte, die nicht verkauft wird, wird Ende der Staffel verlost. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache, die ich euch mitgeben kann. Und wir haben Cashback als Community zusammen gemacht. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann nicht abwarten, bis wir die nächste Staffel starten und wir weitermachen. Und das Ganze vielleicht noch etwas besser in der Hand haben hier. Zoroark Holo haben wir hier. Auch eine brachiale Karte mit dem Hintergrund. Puh, Lost Abyss wird auch ein Zoroark mit sich bringen. Und zwar das Goldene, was wir in Japanisch gezogen haben, ey. Also so viele krasse Karten, ey, wenn man sich das vorstellt halt. Und ich weiß auch nicht, wann das nächste Cashback kommt. Es kann sein, dass es einen Monat dauert, kann auch sein, dass es 2 Monate dauert, denn ich möchte das Ganze am besten, oder was heißt am besten? Ich möchte es noch besser haben, als es schon war. Wir haben hier Rotom, Stravikel und Raichu. Und wir haben nicht mehr so viele Packs. Frage ist halt bloß, ob wir nicht mehr so vielen Packs... Ist es dein Ernst? Ist es dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Alter? Ey, ich hab doch gerade von Mac gesprochen. Jetzt haben wir hier noch einen. Wenn das unsere Secret Rare war, dann war es das komplett. Ich bin nicht traurig. Ich bin einfach nur enttäuscht. Nein, das kann doch nicht sein. Mann, Eevee Heroes, warum enttäuscht du mich so? Natürlich haben wir jetzt hier noch eine V-Max. Weil die garantiert sind. Aber es ist nur Leafeon. Alter Schwede, ey. Wir haben einfach nur Bullshit. Wir haben nach Tara gezogen, aber leider nicht das Alt Art. Es ist das Normale. Nein! Ja, was sagt man dazu? Wir haben 2 Booster Dragon Frontiers. Wir wissen beide nicht, welches sich öffnen soll. Deswegen werde ich jetzt das verstecken und du sagst mir, links oder rechts? Links. Mein links? Mein links. Dein links. Dein links ist dann das hier. Ja. Das öffnen wir. Okay. Dann öffnen wir das. Retro Time. Dragon Frontiers. Ein 330-Euro Booster. Für diese Momente mache ich YouTube. Booster zu öffnen aus meiner Kindheit und diese Sachen dokumentieren. Wir können. Alter, ist offen. Wir können hier das krasseste Opening aller Zeiten jetzt kreieren. Wenn hier die Karte drin ist, die Goldstar Glurak heißt und über 10.000 Euro wert ist. Können wir. Frage ist halt bloß, ob wir es schaffen können. Es kann auch ein Light Booster sein. Ich weiß es nicht. Wir gucken rein, wir hoffen und wünschen Glück. Wir haben Barschwa. Knagleon. Schwalbini. Voltidam. Das andere Booster, by the way, was wir nicht ausgewählt haben, wird in einem anderen Video geöffnet, was auch bald kommt. Von daher hoffen wir mal, dass in einem der beiden oder in beiden was Geiles drin ist. Kindwurm. Wooper Reverse haben wir. Okay, Wooper. Zeig uns, dass du leuchten kannst, mein Freund. Latios EX, let's go! Holy shit! Holy shit! Latios EX! Was? So Bums!
englisches Latias EX von Typ Feuer Delta Species. Überrascht uns hier in diesem Booster. Rahib, Kuss geht raus, dass du dieses Booster gewählt hast. Ich hätte tatsächlich das andere gewählt. Boah, wie passend, ey. Es ist Wooper, a.k. Felino, das Lieblings-Pokémon meines anderen Cutters. Und Latias EX. Das Ding geht in der PSA 10, by the way, über 1000 Euro halt. Also für Cashback, theoretisch, das Krasseste, was man haben kann. Aber let's be real, es hätte auch anders enden können, wie wir es bei Eevee Heroes gesehen haben. Aber dass wir so belohnt werden. Und nein, es geht nicht mit dieser Karte weiter. Das ist für mich der Reward, der in meine Sammlung für immer geht. Und niemals irgendwie angefasst wird oder sonst was. Wisst ihr, ich liebe die Delta-Serie. Das nicht nur für die unterschiedlichen Typen, die die Pokémon annehmen können, sondern gleichzeitig auch für die Artworks, die phänomenal sind. Und damit beenden wir Cashback Season 3.